Hi Leute, heute ein kleines Video, was die beste Investition in dein Leben ist. Und ich möchte das Thema heute mal anschneiden, weil mir immer wieder aufgefallen ist, zum Beispiel kaufen unglaublich viele Menschen Nahrungsergänzungsmittel, kaufen irgendwelche Pillen, kaufen irgendwelche Pulver, kaufen irgendwelche Rezeptbücher, kaufen irgendwelche, ja, Bücher, Infos, sonst was. Aber was bringen dir diese Sachen am Ende? Was verändern diese Sachen am Ende wirklich? In den seltensten Fällen, also so viel wie, so groß wie die Nahrungsergänzungsmittelindustrie, Supplements und so weiter ist, diese Industrie, das sollte man ja meinen, hier laufen nur Menschen mit strahlenden Gesichtern, mit einer blühenden Gesundheit umher und alle fühlen sich super gut. Aber wenn man sich mal die Krankheitszahlen anschaut, dann sieht man wohl, irgendwie ist es am Ende doch nicht so. Und das, was ich gemerkt habe, meine Frau, ja jetzt schon Frau mittlerweile, hat es neulich erwähnt gehabt, war ein sehr schönes Beispiel bezüglich Yogamatten. So, du solltest dir lieber eine Yogastunde holen, dorthin gehen, als dir irgendwie eine Yogamatte zu holen und die liegt dann irgendwo in der Ecke. Und ich kenne das zuhauf. Ich kenne so viele Menschen, die unglaublich viel kaufen. Vielleicht kennst du auch in deinem Umkreis Menschen, die einfach unglaublich viel Sachen kaufen, Rezeptbücher kaufen, sonst was kaufen, Supplements kaufen, die vielleicht auch nehmen, aber einfach nur zusätzlich. Aber das Fundament stimmt halt einfach nicht. Und man sollte lieber in den Prozess investieren, anstatt eben sich eine Yogamatte zu holen, kann man sich lieber ein paar Stunden holen und es da wirklich machen. Und ich habe das selber auch gemerkt, ich habe Yoga auch nebenbei für mich selbst gemacht, aber wenn du mal zu so einer Stunde hingehst, dann bist du da in einem ganz anderen Feld, du kommst ganz anders in die Umsetzung, du kommst in einen ganz anderen Rhythmus, du kommst in einen ganz anderen Flow rein. Und kannst da einfach in dieses Feld einsteigen. Du hast da jemanden, der hat die Erfahrung, der weiß genau, was die Probleme, was die Ängste sind auf dem Weg, die da auftauchen. Und kann dir da genau gezielt bei den Körperübungen auch weiterhelfen da. Und du machst eine ganz andere Stunde, wie wenn du da in einer Gruppe bist. Du setzt es ganz anders um, als wenn du alleine, dann machst du halt vielleicht eine Viertelstunde und dann machst du so Alibi-mäßig. Und oft ist es ja auch so, ja, auch mit den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln eben. Man denkt halt, man muss dann nichts verändern. Man nimmt es einfach zusätzlich, kann aber ansonsten einfach so weiterleben. Und dem ist halt einfach nicht so. Einen gesunden Lebensstil kannst du nicht ersetzen. Du kannst nicht Alkohol trinken und dann denken, du wirst nüchtern, wenn du ein bisschen Wasser trinkst. So. Natürlich unterstützt es deinen Körper dann vielleicht dabei, da schneller wieder in einen nüchternen Zustand zu kommen, dass der Körper die Toxine ausscheiden kann. Aber wenn du nicht fundamental in diesen Prozess investierst, dass du dahin kommst, selber einen positiven Lebensstil zu entwickeln, selber täglich Körperübungen zu machen, die Ernährung umzustellen, dann bringt dir das gar nichts. Dann kannst du dir 1000 Bücher kaufen, sonst was. Wenn du nicht dahin gehst und es umsetzt, zum Beispiel mit Gleichgesinnten, wo du dann schon im Feld bist, wo du motiviert bist, wo du wirklich weißt, du kommst da voran, weil die Leute selber vorankommen auf ihrem Weg. Und das ist das Wichtige. Also, geh lieber dahin und mach wirklich was. Und veränder dein Leben, geh da raus und aus deiner Komfortzone. Kann vielleicht mal ganz kurz unangenehm sein, aber wenn du dann mal bei so einer Stunde bist und dann danach bist du immer happy. Das ist wie wenn du, ja, statt auf der Couch zu hocken und Chips zu essen, natürlich ist es mal gemütlich und bequem, aber wenn du mal nach draußen gehst, was erlebst, wenn du eine Runde laufen gehst, eine Tour rausgehst, die Welt entdeckst und merkst, ey, okay, das hätte ich alles verpasst. So, und man muss halt mal aus einer Komfortzone rauskommen, wenn du irgendwo rausgehst und einen Wasserfall runterspringst, sonst was machst, was Spannendes, die Welt entdeckst, dann musst du aus deiner Komfortzone raus. So ist das Leben, dann kannst du das Leben wirklich spüren. Ja, oft hält dann die Angst zurück,
wirklich mal was zu spüren, was zu fühlen, aber dazu sind wir halt hier, sonst kann man sich gleich ins Grab legen. Und das ist halt der Punkt. Ich möchte dich da nur ein bisschen zu ermutigen, wirklich die Schritte zu gehen, aus deiner Komfortzone rauszukommen, wirklich diese Ängste zu überwinden und Schritte zu machen, da was zu beginnen. Und eben nicht in irgendwelche Produkte zu investieren, sondern in dich selber zu investieren. Was bringt es dir am Ende? Du nimmst nichts mit in deinem Leben. An materiell. Das, was du mitnimmst, ist die Intensität, wie du jetzt gelebt hast, wie du jetzt bist, wie glücklich, wie froh, wie ausgeglichen, wie viel Energie du jetzt hast. Das ist das, was du jetzt mitnimmst. Und da kannst du rein investieren. Das ist vielleicht nicht so greifbar, wie wenn du dann irgendein Produkt daheim stehen hast. aber du hast eben, eigentlich ist es sogar trotzdem viel greifbarer, die meisten, denen fällt es vielleicht nicht auf, aber wenn du halt wieder mit einem Strahlen durch die Welt gehst, wenn du wieder mit einem Strahlen in den Augen durch die Welt gehst, wenn du wieder das Leben so lebst, wie du möchtest, dann fällt es auch Leuten auf. Und das ist eigentlich das, wo du hinschauen solltest. Weil was bringt es dir in einem Haus zu leben, in einem wunderschönen Haus und dabei Depression zu haben, was bringt es dir berühmt zu sein? Wenn deine innere Einstellung, dein Inneres nicht passt, und die Lebensfreude nicht da ist, dann kannst du das alles in die Tonne kloppen, wie man so schön sagt. Ja, das bringt dann alles einfach nichts. Und das wollte ich dir heute nochmal mitgeben. Kommentier gerne mal unten drunter, wie du das siehst, was für Schritte du jetzt machen wirst, um deiner Gesundheit ein bisschen näher zu kommen. Wir können auch gerne mal quatschen und schauen, was du da machen kannst. Und drunter ist auch ein Link, biete ich immer an, so ein kostenloses Erstgespräch zu machen, da wirklich deine Situation mal anzuschauen. Dann kannst du dich auch sehr gerne melden. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Geh in die Welt hinaus. Entdeck die Natur. Genieß das Leben. Und dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.